hier zu zaubern. Wir haben jetzt vor etwa einem Jahr drüber gesprochen, vielleicht was Gemeinsames mal entstehen zu lassen. Und ich fand das ganz interessant für mich, die Entwicklung zu sehen, wie ich mit dem Begriff der Kunst ja mehr und mehr vertraut gemacht habe. Und Feuer, Wasser, Luft und Erde. In der keramischen Kunst spielen die vier Elemente eine wesentliche Rolle. Ohne sie würde es kein Gefäß, keine Skulptur geben. In der Philosophie heißt es zudem, alles Sein besteht aus der Mischung dieser vier Grundelemente. Für den Zauberer Helge Hill ein Ansatzpunkt, seine Zauberkunst bei der Eröffnung der neuen Ausstellung in der Hammener Galerie Feiter mit der Keramik zu verbinden. Und am Ende bringt auch Helge Hill mit der Zauberei seine Elemente zusammen. Gestern Mittag habe ich im Hof gesessen und zu Mittag gegessen und habe auf diese große Arbeit, die auf dem Sockel steht, geschaut. Und mehr kristallisierte sich für mich eine Landschaft raus. Da ist Wasser, Meer oder ein mit großer den Geschichten See. Dahinter in seiner Zaubershow lieferte Hill den Rahmen bei der Ausstellungseröffnung zur neuen Sommerausstellung in der Hamener Galerie Feiter. Geschichten präsentieren aber auch die ausgestellten Keramiken. Wenn etwa die Katzendiva und der Hundemacho sich im Innern einer Schale räkeln, wenn der Hund vor dem Knochen lauert oder die Nackte von hinten porträtiert, sich ansehen lässt. Es sind Arbeiten der Malerin Britta Hansen auf Porzellangefäßen von Eva Koy. Schwerpunkt dieser Präsentation ist die Malerei, die auf gedrehten Gefäßkörpern dreidimensionale Bildobjekte schafft. Abstrakt oder gegenständlich, es sind Bilder ohne Anfang und ohne Ende. Sie beflügeln die Fantasie, erzählen uns Geschichten und bringen uns zum Schmunzeln. Seit 10 Jahren arbeitet Koy bereits mit der Malerin Britta Hansen zusammen. So entstanden Serien unter den Titeln »Wovon du träumst« oder »Was geht«. Mit der Sgraffito-Technik, bei der die aufgetragene Engobe weggeritzt wird, wird der weiße Scherben sichtbar und die Zeichnung kenntlich. Es entstehen Bilder und Geschichten, zum Teil durch aufgebrachte Glanzpunkte aus Gold noch bereichert. Sgraffito benutzt auch die ostdeutsche Künstlerin Katharina Link für die Oberflächen ihrer Arbeiten. Eigentlich eine Dekorationstechnik von Wandflächen, vorwiegend in Italien im 16. Jahrhundert genutzt. Verschiedenfarbige Putzschichten wurden aufgetragen und Teile der oberen Schicht abgekratzt. Durch den Farbkontrast entsteht ein Bild. Auf den Gefäßkörpern von Katharina Link entstehen so grafische Muster, abstrakte Zeichnungen oder Bilder aus Flora und Fauna. Auf die Idee kam ich eigentlich, weil ich gerade auf Reisen, zum Beispiel nach Italien, mich diese Hauswände, das ist ja eigentlich eine Technik, die aus der Fassadengestaltung stammt und in der Renaissance ihre Blütezeit hatte und mich diese Hauswände so fasziniert hatten. Und bevor ich selbst wusste, dass es dafür richtig einen Namen gibt, nämlich Sgraffito und dass es in der Keramik eine Technik ist, war ich fasziniert und dachte, ach, sowas würde ich ja gerne mal machen. Ich würde gerne in mehreren Schichten arbeiten und Dinge im Verborgenen lassen oder dieses Mehrschichtige, dieses vielleicht schon abgeblätterte, geheimnisvolle sehen oder das umsetzen. Und dann habe ich damit begonnen und später wurde mir erst gesagt, ja, das heißt Sgraffito und das gibt's und das, ja, machen andere auch. Katharina Link hatte eigentlich Gesang und Musiktheater studiert. Erst danach kam sie zur Keramik. Sie ließ sich ausbilden, zunächst mit Schwerpunkt Baukeramik, später kam dann noch der Schwerpunkt Scheibentöpferin dazu. Seit 2003 arbeitet sie als freie Künstlerin. Doch die Musik wird auch in ihren Arbeiten noch deutlich. Tatsächlich habe ich manchmal den Eindruck, oder assoziiere, dass die Grafiken und das Ritzen und was ich wo aufzeichne, das hat was mit Komposition zu tun und mit einem Gefühl für Rhythmus. Und manchmal spiegelt sich es auch tatsächlich wieder, dass man irgendwo einen Violinschlüssel sieht oder ein paar Noten. Aber so der Ausdruck, das ist Rhythmus, ja, doch.
Ihre Formen orientieren sich an den geometrischen Figuren, Kugel oder Zylinder. Sie sind zeitlos, bringen eine schlichte Eleganz mit und nehmen sich zurück. Sie sollen den teils verspielten Oberflächen einen ruhigen Raum geben. Trotzdem sind sie nicht austauschbar. Na, für mich ist die Oberfläche das Bedeutendste jetzt für mich. Andererseits aber geht es auch nicht ohne den Körper. Also manchmal werde ich gefragt, ob ich das nicht auch auf zweidimensional auf Papier oder machen möchte oder mache. Und dann sage ich, nee, ich brauche wirklich dieses Dreidimensionale, diesen Körper. Und ich brauche auch das Material, welches ich reinritzen kann und wirklich in mehreren Schichten auch haptisch wahrnehmbar arbeiten kann. Mhm. Wissen Sie vorher, was bei rauskommt? Wird das geplant oder ist es Zufall? Ich würde sagen, fast von jedem etwas. Also ich habe auf jeden Fall eine Idee, ich habe ein Gefühl, ich habe ein Gefühl vom Ausdruck. Was möchte ich ausdrücken? Wie könnte das aussehen? Aber dass ich jetzt mir Skizzen mache oder so, das mache ich nicht. Nee. Ich fange dann einfach an. Allein durch ihre Größe fallen sie auf. Bis zu 60 cm hohe Gefäßkörper thronen auf weißen Sockeln in der Ausstellung. Große Körper zu arbeiten, war schon immer ein Bestreben der Bremer Künstlerin wie Handwerkerin Frauke Alber. Das hat sich eigentlich so entwickelt, muss ich sagen. Ich habe ja Geschirrkeramik gelernt in meiner Lehre und habe da hauptsächlich Geschirr hergestellt, habe dann danach in Bremen an der Kunsthochschule studiert und habe da angefangen, große Gefäße zu machen. Das war schon immer meine Leidenschaft. Also war in der Lehre schon so, dass ich immer groß, groß, groß drehen wollte, meine Meisterin das aber gar nicht wollte. Und ich habe eben in Bremen an der Hochschule diese großen Gefäße entwickelt, habe lange Zeit Rako gemacht. Da hat mich das schon fasziniert, dass für mich immer das Gefäß ein umlaufendes Bild war. Und dieses Bild ist aber durch das Feuer entstanden. Und ich habe dann nach Formen gesucht, wie ich das Bild mehr selber gestalten kann und bin damals schon so auf diese Ingobenmalerei, diese Abstrakte gekommen. Frauke Alber war Meisterschülerin bei Professor Fritz Fehring, seinerseits Schüler bei Walter Popp. Das Gefäß für Fehring der Ausgangspunkt für Körper. Auch für Frauke Alber ist das Gefäß dem Körper ähnlich, klar und ohne Schnörkel. Mit ihrer Malerei will sie das aufbrechen. Die informelle Malerei bietet dazu die Gelegenheit. Eine Kunstrichtung, zu deren Merkmalen die Formlosigkeit und Spontaneität zählen. So entstehen dreidimensionale Kunstwerke. Dem Betrachter erscheint die Malerei oft als abstrakte Landschaft. Durchaus ein Bild, das Frauke Alber transformiert hat. Es ist entstanden mal aus dem Blick der Vogelperspektive von oben auf die Landschaft, also aus dem Flugzeug. Da habe ich ganz viel fotografiert und habe dann diese Strukturen und diese Felder gesehen, die so entstehen und die gegeneinander stehen. Und dann habe ich angefangen, das auf die Gefäße zu übersetzen. Jetzt ist das letztendlich so, dass ich mir ein Gefäß angucke und dann gucke, wie kann eine Bewegung auf dieser großen Fläche entstehen und anfange zu malen und dann immer wieder dazu addiere und gucke, wie teilt sich das auf, also wie setzt sich eine Bewegung in diese Richtung rauf und wie unterstütze ich die mit welcher Farbe und welchen Kontrapunkt gebe ich dann hier? Das ist letztendlich eine Komposition wie bei einem Bild auch. Die gerahmten Tuschezeichnungen an der Wand, das dreidimensionale Porzellanobjekt auf dem Sockel zeigen eindeutig die gleiche Handschrift. Georg Kleber lässt seine Zeichnung auf den kraftvoll gedrehten Porzellankörper von Jochen Rüth.
Rüth hat Engoben entwickelt aus farbigen Erden, hauptsächlich aus Manganton, die diese Art der Malerei auf Porzellan zulassen. Auch hier auf den Malereien gibt es noch in die dick aufgetragene Farbe Ritzungen, die auch wieder Figürliches erkennen lassen. Jochen Rüth gehört zu den ständigen Künstlern der Galerie. Immer wieder zieht er die Aufmerksamkeit auf seine Arbeiten, entweder als freie Plastiken oder jetzt erneut im Gefäßbereich. Auch die Zusammenarbeit mit dem Maler Georg Kleber hat unterschiedliche Facetten. Sind sie zunächst beide in ihrem Metier geblieben, haben lediglich ihre Arbeiten aufeinander bezogen, ist die Zusammenarbeit jetzt auch auf ein und dasselbe Werk erweitert. Der Maler nutzt die Form des Keramikers, der Keramiker fordert den Maler mit seiner Sichtweise. Herauskommen harmonisch erscheinende Objekte mit fantasievollen Linien und Flächen, die dem Betrachter Raum für eigene Vorstellungen geben. Beide Künstler arbeiten bereits seit 30 Jahren in eigener Werkstatt.